Wir sind bei Kalle Schwensen im Verlies. Ja, ganz exklusiv mit TalkDot und lassen uns jetzt mal erzählen, wo genau wir hier uns befinden. Einen wunderschönen guten Tag. Also, hier das Verlies ist eine besondere SM-Location, die aktuellen SM bietet unter dem Namen Club des Art. Aber unter dem Namen Das Verlies wird dieser Laden eben Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag von 17 Uhr bis 19 Uhr der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Als Führung dann. Als Führung, so wie das auf dem Kiez ist, weil das ist eine Attraktion, die Sie eben nicht sehen können. Und Hamburg ist die schönste Stadt der Welt, das wissen wir alle. Aber ab und zu regnet es auch ein bisschen. Und wenn Sie hierher kommen, das Publikum, dann sehen Sie einfach etwas, was Sie woanders nicht sehen können. Was das ist heißt, das? Wir können ja mal einen Duschern. Wir haben hier zum Beispiel eine Streckbank. Ja? Das heißt, das aktuell, darf mal kurz, wird alles funktioniert, alles. Hier werden die Leute gestreckt, bis sie etwas größer sind. Wir haben hier ein Joch, also so ein Pranger, wo die Leute ihre Schuld büßen können. Wir haben hier natürlich auch so ein Streckgeräte, diese ganze Geschichte. Wunderbare Strecke, da können die Leute vorwärts rauf, dann kann jemand oder eigentlich auch rückwärts hier und dann wird man mit Bandage festgemacht oder mit den Handschellen und dann kann man alles Mögliche machen. Und hier ist auch eine schöne Sache, dass das, wie ich das immer zu sagen pflege, das Glücksrad hier. Na? So, dann bist du mal ein Gilser hier. Kann man hier Vorsicht, pass mal auf kurz. Das dreht sich, ne? Kann jede Situation auch justiert werden hier. Damit man auch den Oralverkehr in einer anderen Lage praktiziert. Das heißt, jetzt werden hier die Füße und da wäre der Kopf. So sieht das aus. Wahnsinn. Und es ist alles massiv, das heißt für den richtigen Gebrauch, ne? Hier also sind ja Leute mit 2,5 Cent, ne, wie auch immer. Du kannst ja mal drehen, dann merkst du, dass es alles massiv ist. Also ja. Und das ist eben der Unterschied zwischen solchen Location wie Dungeon, die wunderbar sind, aber da kann sich nirgends gegenlegen. Weil sie ja alles Pappmaschinen sind. So sieht es aus. Und bei uns ist es eben irgendwie alles massiv, diese ganze Geschichte, weil es eben tagtäglich benutzt wird. Und weil das so außergewöhnlich ist, machen wir Führungen. Wir haben zum Beispiel hier vorne auch so eine Langzeitzelle. Ah, auch das noch? Ja. Die Haftbedingungen, einmal kurz reinschauen. Ja. Peter, möchtest du rein? Ich gehe mal rein, ich nehme Astrid mit. Ja. Endlich mal! So? Ja. Und dann ist man hier. Ja. Lasst uns raus, wir wollen zu TalkDot! Genau!